Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Laggy Live Reaction. Gestern gab's eine große Nintendo Direct. Wenn ich aussehe, als wäre ich vor 10 Minuten aufgestanden, liegt das daran, dass ich jetzt vor 10 Minuten aufgestanden bin, um noch vor dem Unterricht drauf reagieren zu können. Ich habe keine Ahnung, was vorkommt, kann aber schon sagen, jeder, der hatet, weil kein Pokémon dabei war, ist dumm wie Scheiße. Wir haben in einer Woche den Pokémon Day, wo die Pokémon Company angekündigt hat, Reveals zu machen. Warum sollte dann heute was kommen oder gestern? Irgendwie ist Smash drin, weiß ich. Und mehr weiß ich nicht. 50 Minuten, ab geht's. Ja, die Tonspur dabei, Peggy 18, hört ihr jetzt nicht mehr, aber hab halt Audiotest gemacht. Ich hoffe, die werden nicht auf einmal viel lauter, das wäre belastend. Oh, und heute ist eh die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwas schief geht. Ich bin es nicht gewohnt, so müde aufzunehmen. Legen wir direkt los. Monster Hunter? Ich trigger eine Minute und ich trigger wieder alle. Xenoblade 2, ne? Warte, das ist, hat aber noch nichts mit Smash zu tun, oder? Und irgendwann hat mich die Hintergrundmusik gerade so ein bisschen an dieses Deine Mutter-Lied. Wer kennt das? Ach, das ist... Ich riech's doch. Nächster Smash-Character aus Xenoblade 2. Oder ist das ein DLC? Nee, nie im Leben. Ja, es ist Battlefield. Das ist der Smash-Character. Oh mein Gott, das leckt ja sogar für mich, Hilfe. Und ja, nächster Smash Bros. Character revealed Pyra Xenoblade Chronicles 2. Okay. Oh nein. Oh nein, Feuer Lucina. Oh mein Gott, eine Fusion aus Lucina und Link mit Feuer drauf. Boah, wenn hier schon so viele Projektile kommen, ich riech schon, dass die gleich noch was vom Reflektor sagen. Comeback Mechanics! Boah, endlich ein Charakter mit Comeback Mechanics, oder? Was soll das jetzt heißen, ne? Ist das nur ein Alt? Das ist was anderes. Aber doch auch kein anderer Charakter. Das ergibt keinen Sinn, oder? Ein Konter! Okay, irgendwie nicht ganz Konter. Ja, die können einfach switchen. Das ist so ein Charakter, der wechseln kann. Das ist es. Oh mein Gott, es ist Lucinamon Trainer. Wow. Oh mein Gott. Ah nee, das Mii-Kostüm gab's ja schon.
Alter, oh mein Gott, was ist das? Oh, Überraschung, Katzi, oh doch nicht. Und auch unterschiedlich, je nachdem, welche Form man hat. Oh mein Gott, sie hat einen Joker-Taunt. Bloß nicht mit einer Katze, sondern mit einem Menschen. Oh mein Gott, es ist genau die Art Charakter, die mir Schmerzen machen wird. Ja, dir auch einen schönen Xingxiong. Oh Gott, an sich verstehe ich die Wahl. Ist eine gute Wahl für einen Smash-Charakter. Aber oh Gott, es ist Link Sina Trainer. Ich habe aber auch schon gehört, dass sie angeblich gelogen haben und nicht nur Spiele für die erste Hälfte 2021, wie in der Beschreibung steht, zeigen. Das habe ich bemerkt. Das wird noch bis Ende März dauern, vermutlich. Weil am 31. März ein Update für Amiibo angesetzt ist, ist es gut möglich, dass die da auch erst kommt. Ach, Fall Guys kommt für Switch. Bisschen spät halt, weil... Ja, halbes rum. Aber es gibt's. Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Dazu musst du eben hier, haha, kauf unsere scheiße Roffel. Genau das stand da. Im Sommer auch noch, also. Sorry, aber dann könnt ihr es auch lassen. Oh mein Gott, davon habe ich schon mehrfach gehört von dem Spiel. Das Spiel ist anscheinend echt gut, vor allem Soundtrack-technisch. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. Das Spiel ist anscheinend wirklich gut. Ich meine, ich werde wahrscheinlich eher weniger Zeit finden, es zu spielen, aber... Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch Summer 2021. Das finde ich interessant. Put your sleuthing skills to the test in two classic murder mystery games. Und das ist wahrscheinlich wieder sowas, was ich kennen sollte. Detective Club, the missing heir. Tue ich aber nicht. Detective Club, the girl who stands behind. Two deep cuts from Nintendo history are coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Modernisiert! And twists and turns await. Was jetzt? Switch oder modern? You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. Und du merkst, dass der Lehrer dich beim Pennen erwischt hat. Sad story. After a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late?
ここから出して自分の目の前に血染めの少女が立っている。Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club. Ja, bisher für mich jetzt das Uninteressanteste, aber coming to Nintendo Switch May 14th. Gibt bestimmt Leute, denen es gefällt. Shortly after this presentation. A new age of battles. Ach, was ich ganz vergessen hatte. Meine Prediction, was kommen wird, ist ein Kirby-Game. Okay, und das sagt mir wieder nichts. Sollte es vielleicht, aber von solchen Namen habe ich seit Okami mehr als genug. Lass stecken. Was war diese erste Beleidigung? Habe ich noch nie gehört. The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Oder? Nee. Ich hab grad gedacht, ist das nicht... Nee. Das, woran ich gedacht habe, ist Dynasty Warriors. Unleash high-octane moves in electrifying 1-versus-1000 battles. Ist aber vom Game-Style auch so her. Summer 2021. The vast world of Fadiel beckons. Oh, davon hat man doch schon gehört irgendwann. End of Mana, featuring remastered HD. Ja, okay, davon hat man schon mal gehört. Ich habe gerade an anderes Spiel gedacht, aber Legend of Mana habe ich natürlich schon gehört. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. Boah, so früh Video aufnehmen ist geil, aber ansonsten muss ich irgendwie bis heute Abend um 4:30 machen, warten und bis dahin werde ich nicht spoilerfrei bleiben. Each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Ja. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as a new minigame. Okay, dass man Gegner-Encounter komplett ausstellen kann, weiß ich. Irgendwo ist es gut, aber andererseits, okay, es ist halt freiwillig, muss man sagen. Aber ich rieche schon wieder, dass Leander sich aufregen wird, weil der Smash-Charakter nicht aus Monster Hunter kommt. Wo wir gerade beim Thema sind, nämlich. Weil, ich habe keine Ahnung, aber das sieht mir doch arg nach Monster Hunter aus. Oh yeah, Riesenspinnenviechgeburt. Das Viech sieht mit Abstand am wenigsten bedrohlich aus. Der meint immer, er will ja nur mal einen Charakter, der ihm gefällt in Smash, der Leander Lord Ecke. Ja, und dann letztendlich wissen wir alle, dass das heißt Monster Hunter oder keiner. Vielleicht reicht mal auch Dante. Ja, also komm, das ist ja Monster Hunter. Ich habe das am Anfang schon mal gesagt und da war es falsch, aber da habe ich es auch direkt realisiert. Und das hier kann mir keiner erzählen. Wenn das nicht Monster Hunter ist. Plot Twist, das ist Zelda Breath of the Wild 2. The Rampage. How
How long do you think it's going to last? Ja. Ich hatte recht! Leander, bist du stolz auf mich? Ich bin auch sehr stolz auf mich. Im März. Ja. Oh, und eine extra Switch. Die hat ein cooles Design, muss man sagen. Hui. Ist halt nicht meine Reihe so. Spätestens jetzt ist Leander nicht mehr stolz auf mich. Boah, wir haben ja noch viel vor uns. Das Größte wird am... Oh mein Gott, Mario Golf! Ich hab gedacht, vielleicht kommt wieder irgendwie Mario Sports. Mit ganz viel Glück Mario Fußball. Aber Mario Golf ist so das Mario Sportspiel, das mich am wenigsten juckt. Oh mein Gott. Wow. Hatte Bowser gerade ein komisches Etwas an. Oh mein Gott. Ja. These features can help you ace your shots. In addition to button controls, you can also use motion controls. Warum Mario Golf? Uff. Da muss ich aber echt sagen, jedes Mario Sports Game wäre ehrlich gesagt besser gewesen, außer vielleicht Tennis, weil das hatten wir schon mal. Ah, alles klar, ergibt Sinn. Speed Golf. Da kriege ich auch einen Stroke von dir. Oh mein Gott. Yay, super Schläge. Oh, did we mention Story Mies. Ernsthaft, man muss als Mie spielen. Oh, guck mal, Mario Tennis Aces, aber mit Golf. Oh mein Gott. Also ich hoffe jetzt mal extrem. Mein Bruder hat mir gesagt, dass er ein Spiel weiß, das er dann zu seinem Geburtstag sich holen wird am 17. Juli. Ich hoffe, er meint nicht das, sonst bin ich enttäuscht von ihm. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wie viele Mario Golf Teile gab es eigentlich vorher? Ich kenne nur einen, glaube ich. Ja, macht gern. Das Krasseste kommt eh am Ende. Irgendwas über Zelda muss aber auch kommen. Ich meine, wir haben Zelda-Jubiläum. Und wenn es nur irgendein Remaster ist. Ja. Quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch March 24th. Yeah. 32 of Capcom's most beloved arcade classics. Okay, das ist tatsächlich echt interessant. An sich ist es cool. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them.
Ja klar, es kommen so viele Drecksgames direkt nach meinem Geburtstag und also viele gute Games direkt nach meinem Geburtstag und das da ist an meinem Geburtstag. Alter, what the f... It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. Ja. Hey, not so fast. Mein Commentary ist krass. Enter each boss fight. You'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. Oh mein Gott, was für eine Abzocke. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully. Was? With a new and improved death glove, you'll have access to a variety of deadly skills. Warum war das gerade ein Final Fantasy Kampf? The fate of the world is at stake. So get ready to kick some whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense. No More Heroes 3 lands on Earth. Ah ja. You know, Nintendo Switch. Und da ist der Beweis, zweite Hälfte 2021 und direkt unter dem Fenster habe ich hier auch schon die Beschreibung. Mit verfügbaren Spielen und Switch-Spielen, die in der ersten Hälfte 2021 erscheinen. Oh, guck mal, Joker hat das Master Sword gefunden. Aha. Ich finde, man muss mir lassen, meine Beschreibungen sind sehr kreativ immer für die Spiele. Ja, ich kann halt auch nicht so viel sagen zu solchen Spielen. Allgemein First-Person-Shooter, nicht mein Fall. Ist einfach nicht mein Genre. Ach moin, Flowey, du bist es, sag es doch gleich. God's judgment has nothing to do with it. Aha. Die Musik war ganz gut. Uncover Heaven's Mysteries in Neon White, coming to Nintendo Switch, Winter 2021. Und ich würde einfach mal sagen, oder? Doch. Die Aufnahme starten, falls irgendwas abstürzt. Ich würde gern weiter gucken. Danke. Hi everyone. My name's Barbara Gordon. Das ist schön für dich. AKA Batgirl. I'm oh mein Gott. Like my batarangs and backup. Halt's mal, Windows. Mann, wo haben sie denn diese kreativen Ideen her? Okay, also ich glaube, das ist bisher das Spiel, das ich am wenigsten holen würde. Oh mein Gott. Gefühlt wird's mit jeder Minute schlimmer. Ja, wird's. Oh, guck mal, ein zufälliger Todesroboter. Tür! Ready the juice cannons and prepare for battle. Oh mein Gott, ist das Pflanzen vs. Zombies Garden Warfare oder wie das heißt. Ja, das ist es definitiv. Ne, so heißt's ja. Also es ist das Spiel, was ich meinte. Oh Gott.
Oh Gott. Ich verstehe immer noch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aus Pflanzen versus Zombies einen Shooter zu machen. Aber es ist anscheinend nicht schlecht, das Spiel, sag ich mal. Auch wieder definitiv nicht mein Fall. Allein schon, ich hab gerade erst gesagt, wie ich zu Shootern stehe. Aber wer will, ist bestimmt für einige cool. Oh mein Gott, Miitopia Switch! Vielleicht spiele ich das mal. Miitopia Switch, echt jetzt? Von all den Spielen, die man porten kann, portet man Miitopia vom 3DS. Und stand da gerade Dunkler Lord Satan oder Dunkler Lord Stan? Oh mein Gott, was bist du für eine Missgeburt? Glamourös! Oh mein Gott, was war das da rechts? Oh Gott. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Digga, Miitopia ist halt so ein seltsames Spiel. Stopp. Jeff. Das Pferd hieß Jeff. Adventure with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia. Coming to Nintendo Switch. Ich glaube, er hieß Satan. Warum von allen Spielen, die man porten kann, Miitopia? Es ist saulustig, aber einfach vom Konzept her. Es gibt so viele Spiele, die man porten kann. Und man nimmt Miitopia. Das war ja irgendwie schon länger angekündigt. Moment, habe ich gerade richtig gesehen. Waren die einzigen Kostüme Mario, Luigi, Peach und der wichtigste Mario-Charakter von allen war Luigi. Ah ne, Varios lila Unterteil war das Set. Und man kann tatsächlich Warp-Röhren benutzen. Okay, da haben sie sich doch noch mehr Mühe mitgemacht, als ich dachte. Allein schon, weil das Pilzkönigreich 87 verschiedene Ausführungen hat, die in der Regel alle 2D sind. Das ist aber cool, das feiere ich. Da haben sie wirklich viele Gedanken gemacht. Da hat man sich Arbeit gemacht. Ich meine, ihr wisst, Animal Crossing... Bei mir auch. Nicht bad. Aber ich riech schon, jetzt kommt wieder was Größeres. Vielleicht mal was über Zelda. Ich erwarte kein Breath of the Wild 2, das sage ich wie es ist, aber vielleicht irgendwie ein Skyward Sword Remake. Wo wir gerade dabei Ja, das wissen wir. Und gefühlt hat jeder Instant Bowser's Fury gespielt und ist schon fertig. Weil der Modus einfach das einzig Bedeutende ist. Komm, was jetzt? Ach, Bravely Default. Die Maximierung des Nutzens. Kann man's doch allmännischer sagen? Und das ist es doch, oder? Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. You and no other must decide how we proceed. Auch wenn das schon auch sehr Octopath Traveler mäßig aussieht. Ich weiß, dass Bravely Default dem sehr ähnlich sieht, aber so ähnlich? I promise to do all in my power
to see us through this safely, every last one of us. Was? Okay, davon habe ich noch nie was gehört. Ich habe dazwischen geschwankt, ob das Bravely Default ist oder vielleicht ein Octopath 2, aber es ist was anderes. Alter, der große Salzeisenkrieg. Aber ihr könnt mir nichts sagen, diese Grafik ist gefühlt 1:1. Dieser Schrei! Ist das Fire Emblem Kampfsystem? Es ist das Fire Emblem Kampfsystem. Ja. Es ist Octopath Traveler, aber Fire Emblem. But also a powerful blow from the allies positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war diese Blitzanimation gerade fucking funny für mich. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction. Affecting how the story unfolds and who will join your cause. Sowas ist immer interessant, wenn die tatsächlich mal was wirklich bewirken. Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies! His hand was forced! As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Das ist ganz cool, wenn man echt dadurch auch individuellen Spielverlauf hat. Triangle Strategy, a brand new critical RPG. Das ist aber eindeutig auch sehr an Octopath angelehnt. Ja, ja, gefällt bestimmt vielen. Bei mir ist halt wirklich auch immer so Zeit fürs Zocken die Sache. Das ist immer gut, wenn sowas gibt. Oh mein Gott, das klingt ganz komisch, wie der Square Enix ausgesprochen hat. Irgendwie Square Enixano. Ja, okay, das sagt mir jetzt nicht direkt was. Aber ich erwarte eh nur noch als allerletzten Trailer was Großes. Okay, Star Wars. So weit komme ich sogar noch. Ich weiß, seid ihr jetzt alle stolz auf mich? Ich habe das Gefühl, gerade heute mache ich mich richtig unbeliebt. Aha. Oh mein Gott. Es ist ein Online-Shooter. Was? Okay. Gorgon used many weapons.
weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead. Dieses Design passt null! My line of work? Bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword. Der ist mir sympathisch. Der grüne Fette. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass. Look, it's simple. Gordon wants new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Come get some. Ein Online-Shooter. Okay, nee, das ist was. Das ist mal was anderes vom Spielsystem. Das ist Völkerball XXL! Ja, extrem Völkerball! What the fuck? What the fuck ist diese Werbung? Und das für Völkerball Extreme. The fight for survival starts now. Hang on tight. Because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series. Die zwei sagen mir was. Literally, disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate. Oh Gott. Go-Getter, wirklich. Sorry to scare you all, but the game is cancelled. The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan. But okay. Set off on a captivating journey. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Twist. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club. Das ist tatsächlich ein interessantes Konzept. Ja, okay, davon habe ich schon öfters gehört. Ist anscheinend ganz gutes Spiel. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. Die sagen mir nix, aber... Is a 32-page full-color character compendium. Das ist allerdings interessant, diese Extras, muss man sagen. ...by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself. Ja, tatsächlich ist das auch dabei. ...with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time. With the physical version of Hades on March 19th. Ja, kann man machen. Three deadly action games, one masterful collection. Okay, das sagt mir vom Bild her wieder nix. Okay, vom Namen her aber schon. And Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. Ich wette, das freut auch einige. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa. Den wollten ja auch einige für Smash anscheinend. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with different set of lethal skills. Mein Nummer 1 Wunsch ist immer noch Amaterasu, aber es wird halt eher Sinn ergeben, auch wenn von einem irgendwie ein bisschen aktuelleren Spiel zu nehmen, ne? Ich meine, die Entwickler meinen ja, dass sie wahrscheinlich ein Okami 2 machen werden, aber wenn, dann wird das nicht dieses Jahr angekündigt. Game modes are included.
revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo's... Wie gesagt, gefällt bestimmt einigen. Ich habe mit der Reihe jetzt nicht wirklich was zu tun, aber... Aha! DLC! Es war so klar. Es war so klar, dass für das Spiel DLC kommt. Und worum wird's gehen? Wird Astor spielbar? Ach, sagt man noch überhaupt nichts, oder? Warte, kurz pausieren. Ab Mai gibt's nur Outfits und Waffen für Link. Ab Juni gibt's mehr Charaktere, neue Waffentypen, neue Herausforderungen im Königlichen Institut, neue Bossgegner. Und dann gibt's neue Charakterepisoden, neue Schlachten, erweiterte Kämpfer, Charakterriege und neue Kampffähigkeiten für bestehende Charaktere. Ja, sagt man anscheinend noch nicht wirklich was zu. Ja, es neigt sich dem Ende zu. Das ist es, Bravely Default. Ja, sieht doch nochmal ein bisschen anders aus. Use the job system to develop your characters and master the brave and default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer. Ich warte immer noch ich warte echt nur noch auf den letzten großen Trailer. An updated demo is also available. Mein Bruder will das unbedingt spielen. Oh mein Gott. Ich weiß nur, dass das irgendwie so eine der schwersten Spielreihen ist, anscheinend zumindest 2D. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of three supporting characters. Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 20th. Tolle Superfähigkeiten, ein Schutzschild, Timeverlangsamung und Brücken. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Das sagt mir jetzt nichts. Remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Also ich habe das Gefühl, diese Direct ist voll von Spielen, die bestimmt vielen gefallen, aber halt nicht so mein Fall sind. Aber auch wieder ein bisschen viel Online-Multiplayer-Shooter-Zeug in meinen Augen. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. Ein bisschen was sogar noch. Ich glaube, jetzt kommen die großen Sachen. Jetzt kommt Zelda. Nein, nicht Breath of the Wild 2. Ich hab's trotzdem. Ja, das habe ich mir gedacht. Wird wahrscheinlich irgendwie nächstes irgendwann rauskommen. Aber ich hab's gerochen. Skyward Sword Remake? Ey, sag mir nichts, das ist Skyward Sword Remake! Seht ihr, ich hab's so gerochen! Wobei ich sagen muss, dass die Grafik irgendwie keinen Unterschied hat vom Aussehen hier im Trailer. Das sieht gefühlt gleich aus. Und das ist natürlich traurig.
aber es ist das Skyward Sword Remaster, auf das man schon so ewig wartet und das ich einfach so fett gelesen hab, Digga. Fucking Girahim. Skyward Sword HD. Ich hab's so gerochen. Ich hab's so gerochen, Alter. Wieder Joy-Con-Bewegungssteuerung. Oh mein Gott, das heißt aber, man kann wahrscheinlich nur mit Single Joy-Con spielen. Jetzt ist die Frage, ob danach noch was kommt oder ob das das Spiel ist, was mein Bruder meinte, was er zum Geburtstag sich dann holt. Ja, ach, es geht auch ohne. Das klingt aber ehrlich gesagt auch nicht angenehm. Es klingt... Ich muss sagen, vom Trailer her bin ich echt ein bisschen verwundert, weil... Natürlich, der Grafikstil sollte am ehesten gleich bleiben, aber... Ja, die sehen ganz cool aus. Aber irgendwie sieht die Grafik zumindest in diesem Trailer schon zu gleich aus. Okay, das ist es, wovon mein Bruder geredet hat. Wie gesagt, er hat am 17. Geburtstag. Aber dadurch glaube ich auch jetzt irgendwie weniger dran, dass noch was kommt. Ich gucke mir extra nicht die Zeit an jetzt, aber... Ja, vor Breath of the Wild. Danach, okay. Twilight Princess HD. Aber jetzt mal ernst, je mehr ich das sehe, desto enttäuschter bin ich gefühlt. Es sieht echt aus, als hätten sie ähnlich wie bei Mario All-Stars einfach das Spiel genommen und emuliert. War's das? Irgendwie glaube ich, ein großer Knaller kommt trotzdem noch. Okay, eine Sache kommt noch. Ist es Kirby? Was? 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 Splatoon 3? Okay, das habe ich nicht erwartet. Wenn ich irgendein Spiel nicht erwartet habe, dann ist es jetzt schon Splatoon 3, sage ich, wie es ist. Okay, das kommt überraschend. Oh, man hat einen kleinen hässlichen Fisch. Als ob jetzt schon Splatoon 3 kommt.
Und warum hat man fucking Bogen? Was ist das? Ich glaube nicht, dass das noch ein Splatoon 2 DLC ist, muss ich sagen. Der kleine hässliche Fisch ist toll. Also, der kleine, nicht den fetten da im Vordergrund. Noch werden sie wohl nicht viel zeigen über das Spiel, oder? Oder auch schon. Das ist doch nicht Inkopolis, oder? Das ist eine andere Stadt. Nie im Leben ist das Inkopolis. Es ist Splatoon 3, als ob das jetzt schon angekündigt wird. Ich habe nicht mehr auf der Switch damit gerechnet. Ich wusste nicht, ob das überhaupt kommt. Oh mein Gott, was? Schwebende Würfel. Was ist... Bogen als neue Waffe. Als ob jetzt schon Splatoon 3 kommt. Das überrascht mich gerade so extrem. Das ist echt das Letzte, das ich erwartet habe. Kirby wird aber dieses Jahr auch noch was kommen. Das wurde sogar schon mal gesagt. Kirby-Jubiläum steht was Großes auf dem Plan. Als ob Splatoon 3 schon angekündigt wird. Nächstes Jahr. Story Mode, was kommt da? Zeigt dir doch jetzt noch eine. Nein! Über den Story Mode reden sie noch kein bisschen. Ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, es ist schon eine sehr große Überraschung, aber irgendwie wirkt es ein bisschen so, als hätten sie einfach keine Ideen gehabt, was sie sonst als großen Knaller bringen sollen. Jo, das war's dann wohl. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt nach Splatoon. Ja. Das war's. Jo, was ist so mein Fazit? Gehen wir mal irgendwo hier rein. Und pausieren dann. Was ist so mein Fazit? Ich muss sagen, dafür, dass wir 1,5 Jahre lang keine Direct hatten, hätten sie vielleicht noch... Also es waren eben viele Spiele, die wahrscheinlich einige freuen, aber die mich nicht wirklich interessieren. Fall Guys ist einfach zu spät für inzwischen, muss man sagen. Das Spiel hat keinen Hype mehr. Und ansonsten, Pyra für Smash ist eine logische und gute Wahl, würde ich sagen. Auch wenn natürlich so Schwertkämpfer mal wieder... Mario Golf als Teil der Mario-Reihe. Hab ich meine Meinung genug zugesagt? Das Skyward Sword HD Remake ist natürlich cool, dass es jetzt angekündigt wurde. Aber ich muss immer noch sagen, das Visuelle vom Trailer hat mich enttäuscht. Und dann Splatoon 3, an sich verdammte Überraschung. Aber hat eher wie so ein bisschen, was wollen wir vorstellen, ja, nehmen wir einfach mal das gewirkt. Alles in allem, geht besser, geht schlechter. Ich bin sowieso mehr gespannt, was nächste Woche bei der Pokémon Company abgeht. Mystery Dungeon, bitte! Okay, ist wahrscheinlich eher unrealistisch, aber egal. Das war's dann wohl mit dieser Live-Reaction zur Nintendo Direct vom 17. Februar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Like und oder Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao.